dieses Fahrrad wurde uns zur Verfügung gestellt von der Firma Zweirad Service Aggertal in Lohmar auf der Hauptstraße. Adresse Sion. Hat eine 9-Gang-Schaltung und der Antrieb sitzt auch im Hinterrad. Kommen wir jetzt gleich mal zu den Kleinigkeiten, was dieses Fahrrad ausmacht. Ein Fahrrad mit Computer. Wir haben hier ein E-Bike. Das stelle ich euch jetzt mal gerade vor. Und zwar kann man hier dieses Display ausmachen. Machen wir jetzt mal aus in die Grundausstellung. So, machen wir es mal an. Jetzt sehen wir hier unten drei Symbole. Fahrradsymbole. Und das bedeutet im Einzelnen 1, 2, 3 Geschwindigkeitsstufen. Ich habe dieses Fahrrad jetzt 2 Tage. Ich muss sagen, ich bin davon begeistert. Vor allen Dingen, wenn man in einer Gegend wohnt, wie ich hier. Das heißt, da geht es den Berg hoch. Und das haben wir hier überall im Aggertal. E-Bike heißt, oder dieses Fahrrad ist ein E-Bike bzw. ein Pedelec. Das heißt, es wird mit einem Elektromotor unterstützt, aber man muss dabei treten. Und wie schon erwähnt, habe ich dieses Fahrrad 2 Tage und ich mache nicht so einen Test heute, ohne das vorher mal ausprobiert zu haben. Und ich muss sagen, Berge, die man ansonsten, wenn man nicht gerade als Sportler geboren oder dauernd im Training ist, nicht hochfährt, kann man mit diesem Fahrrad, ich will nicht sagen, mit Leichtigkeit hochfahren. Man muss, wie gesagt, treten. Und dann geht's los. Das ist der Akku. Der hält oder soll halten ca. 60 Kilometer. Ich muss dazu sagen, ich habe gestern mal eine Testfahrt gemacht. Bin gefahren ca. 18 Kilometer und hatte noch ein gutes Drittel an Kapazität auf dem Akku drauf. Wie viel das jetzt ist, weiß ich nicht, aber das testen wir auch mal. So, und jetzt werden wir uns mal auf den Weg machen und werden dieses Gerät mal in der Praxis vorstellen. 1,85, 128 Kilo Lebendgewicht werden sich jetzt hier in Bewegung setzen. Also, machen wir uns auf den Weg. Fangen wir mit der ersten Stufe an, das reicht. Das waren jetzt
ca. 10 Stundenkilometer, die ich hier den Berg hochgefahren bin. Es strengt etwas an. Das heißt, man bewegt sich. Ich habe schon das öfter erwähnt, man muss treten und dann kommt der Elektromotor unterstützt. Also ich normalerweise würde hier mit einem normalen Fahrrad nicht mit 10 Stundenkilometer fahren.